Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Heute ist Tag 3. Jenny schläft noch, es ist fast 10 und eben musste ich gerade bestätigen, ob sie arbeiten gehen will oder zu Hause arbeitet. Ich dachte eigentlich, sie hätte Erziehungszeit. Aber im Prinzip kann sie auch zu Hause arbeiten, denke ich. Was muss sie denn heute tun? Okay. Also, sie soll Geld mit Werbung für ein Hauptprodukt verdienen. Das kann sie ja mal versuchen. Und sie soll zu 5 Sims auf dem Schräger Humor und Krasse Späße Festival schelmisch sein. Das geht natürlich nur, wenn dieses Festival auch stattfindet. Okay, schauen wir erstmal, was sie selber braucht. Essen und die heutige Post. Rechnungen. Das auch noch. Na toll. Okay, ich dachte eigentlich, die hätte sie beim Einzug schon mal bezahlt. Aber vielleicht wurde das irgendwie zeitlich mit der anderen Wohnung verrechnet. Wo ist ihr Briefkasten? Nee, ist eigentlich egal. Sie kann das ja am Handy zahlen. Jetzt bin ich erstmal ganz konfus. Aber jetzt lasse ich sie erstmal die Rechnungen bezahlen. Dann ist sie danach fast pleite. Dann soll sie was kochen. Und zwar was Nahrhaftes. Ja, diese modernen Sachen sind immer nicht nahrhaft. Mach mal Macaroni und Käse. Das macht satt. Und dann gucken wir, was der Garten macht. Oh je, oh je. Den muss sie dann gleich nach dem Essen mal gießen. Und Akira ist noch da und schläft noch. Das ist doch niedlich. Na, das klappt ja immer besser mit dem Kochen. Super gut. So, wunderbar. Ja, nimmst du dir was? Und ich schieb das mal in den Kühlschrank. So. Sehr gut. Na, und danach musst du eigentlich ganz dringend. Und Akira haut schnell ab. Naja, der muss ja auch zu seiner Arbeit wahrscheinlich. Oh, da macht schon wieder jemand Lärm. Nein, du sollst nicht hierher joggen, sondern bewässern. Kann man da schon wieder ernten? Ja. Alles ernten auch. Kann man ein bisschen Geld verdienen. So klingt Liebe machen aber nicht. So klingt eher Radiobelästigung. Na prima, hier ist ihr Zustand, bessert sich ja schon wieder ganz deutlich. Okay. Jo, dann pausieren wir mal kurz. Ach, du bist noch damit beschäftigt. Gut. Solltest du das nicht auch bewässern, liebe Jenny, oder habe ich vergessen, dir das zu sagen? Nun, während du bewässerst, können wir hier schon mal verkaufen. Das bringt jetzt natürlich nicht viel. Oh, die Rechnung hat sie noch nicht bezahlt. Ach, Jennylein. Mach doch, was ich dir auftrage. So.
Naja, bisschen was kommt zusammen. Dann ist sie danach wenigstens nicht so ganz pleite, wenn sie die Rechnung bezahlt hat. So, nach dem Gießen bezahlt sie dann die Rechnung. Und dann gucken wir mal. Ja, das wird jetzt überprüft. Alles schön gegossen. Wunderbar. Und Rechnung. Gut. Und schaffst du das, das Rechnung bezahlen? Jawohl. Es fällt natürlich schwer. Und jetzt verdienst du mal Geld mit einem soziales Netzwerk. Werben, was sie da genau? Mit Werben für ein Hauptprodukt. Okay. Also soziales Netzwerk. Werben für ein Hauptprodukt. Na, jetzt stellt sie immer überall Wassergläser hin. Naja, die muss sie dann halt auch ab und zu mal aufräumen. Gucken, ob das tatsächlich Geld bringt. Für Hauptprodukt werben, ja, tut sie. Dass das so klingt. Okay, das zieht sich hin. Gucken wir mal. Dieses Festival ist gar nicht. Aber ich guck mal, vielleicht ist es ja irgendwie doch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie Geld damit verdient. Naja, immerhin hat sie 1500 Simoleons, aber sie hat 64.000 Follower verloren. Na sowas. Naja, es war ihre Hausaufgabe. Mach mal Status übertragen und Bild promoten und lustiges Meme beginnen. Die andere Hälfte deiner Arbeit kannst du ja offenbar gar nicht machen. Aber da gucken wir noch mal hier. Da sind immer diese über Festival lesen. Naja. Da muss sie sich jetzt echt anstrengen, dass sie ihre 1 Million Follower hält. Und mal gucken, sie ist jetzt im dritten Trimester. Oh, ein Festival. Ja, da ist es ja. Na wunderbar. Dann geh doch dahin. Das hat jetzt noch nicht angefangen. Doch, hat gleich angefangen. Ah, hier hat sie auch 60.000 Follower gewonnen. Das ist gut. Nein. Der Computer ist kaputt. Ich schlage vor, den reparieren wir erst, wenn sie nicht mehr schwanger ist. Warum in dieser noch? Ah, das findet hier statt. Darum kann sie da nicht hinreisen. Ja, dann geh doch da mal hin. Da unten ist das ja schon. Da werde ich dann wieder den Ton von dem Festival ausschalten müssen. Weil das ist wieder dieses mit der verbotenen Musik. Okay. Und dann gucken wir diesmal. So schön weg. Wer da schon, wie viel, na, wie viele Leute sich schon für Witzbolde oder Spaßvögel entschieden haben. Momentan anscheinend noch gar niemand. Und Jenny ist eigentlich schon wieder müde.
Tja. Na Jenny, ich schlag dir vor, du entscheidest dich einfach mal spontan für die anderen. Die, das sind jetzt die Witzbolde. Ja. Das letzte Mal mit den Spaßvögeln hat ja nicht so geklappt. Und jetzt versuchst du möglichst schnell dein Schelmischsein lustig vorstellen. Oh, da fliegt so ein komisches Ding rum. So. Okay. Ja, hast du dich noch nicht vorgestellt? Panish Galuma, Nardibor. Das dauert. Yes. Sminchi, Bnata. So. Wir versuchen es mal mit Spaßvogelsabotage. Ja. Okay. Ah, jetzt ist eine Veranstaltung draus geworden. Gucken wir mal, ob sie da schon einen erledigt hat. Ja, das war also das Richtige. Dann mach doch mal hier Teesabotage andeuten und Erkennungslied der Witzbolde singen. Vielleicht wird das ja noch was. Nimm die Haut ab. Dann Spaßvogelsabotage andeuten. Ah, sie hat jetzt Level 3 der Schelmfähigkeit. Das ist aber ein hübsches Straßenbild. Klasse. Ah, sie sitzt jetzt dort. Die Witzbolde liegen zurzeit in Führung. Das ist gut. Na komm. Ach, sie kann das wohl nur mit Nicht-Witzbolden machen. Okay. Dann überzeugt doch mal Joffrey Landgrab, dass der Tee giftig ist. Das sieht lustig aus. Wir versuchen es nochmal. Ah, sie hat es geschafft. Jetzt könnte sie mal ihr Kann sie nicht? Warum kann sie nicht ihre Sehr merkwürdig. Anscheinend nicht. Ah, weil ein Gesellschaftsereignis ist. Darum kann sie nicht ihr Erscheinen übertragen. Blöd. Sonst hätte sie wieder ein paar Follower gewinnen können. Und wie lange dauert das noch? 4 Stunden. So lange hält sie eh nie durch. Tja, mal gucken, ob sie das abbrechen kann. Aber dann gewinnt sie nicht. Sehr schwierig. Gucken wir mal, wo sie steckt. Sie ist nach Hause gegangen. Ja, Jenny, du bist auch hundemüde, gell?
Aber vielleicht wäre es, da ist doch auch Akira. Jetzt mal langsam, Jenny. Du bist zwar müde, aber du hast Hunger. Und vor allem ist Akira bei dir zu Besuch. Na, komm. Den solltest du kurz küssen. Und dann holst du dir was zu essen. Küssen. Jawohl. Und dann essen. Sonst wachst du vor lauter Hunger auf. Oh, und eigentlich könnte auch jederzeit das Baby kommen. Sarbs, Tanf, Oh, Mapleaver. ah, Barochi. Diavuya Nobid. Bunga. Garrosh. Oh, poor bean. Ja, und jetzt was zu essen. Na, wenn das Baby heute noch kommt, dann wird das aber ein witziges Baby. Und sie ist schon so müde. Oh, die Wehen haben eingesetzt. Ja, sowas. Oh, und Akira ist ordentlich aufgeregt. Genau, jetzt gehst du direkt zu der Wiege und bekommst dein Baby. Ja, ein Junge. Okay. Und ich habe mir wieder keine Gedanken über einen Namen gemacht. Jetzt lasse ich hier einfach mal ein paar Jens. Jens, passt das? Warum nicht Jens? Ja, nehmen wir Jens. Gratuliere, Jenny. Na, wo ist das Baby? Ja. Okay, jetzt hängt es. Fütter mal dein Baby. Und dann liebkose es. Wie man das hier am schönsten sieht. Und dann schaukelst du es. Und warum hat Akira geweint? Akira, du bist Vater geworden. Oh, und die Witzbolde haben gewonnen. Und jeder Witzbold gewinnt eine Voodoo-Puppe, ein Feuerwerk und 500 Simoleons. Das ist doch ganz gut. Ja. Du süßes Baby. Oh, jetzt fällt sie bewusstlos zu Boden. Och, arme Jenny. So eine Geburt ist schon anstrengend, gell? Dann gehst du danach gleich mal ins Bett. Arme Jenny. Normalerweise wirkt das ziemlich aufbauend. Naja, sie hat Energie gewonnen. Arme Jenny. Und der Computer ist immer noch kaputt. Den reparierst du morgen mal. Ja, liebe Jenny, schlaf recht schön. Und freu dich über dein Baby. Und auch du, lieber Zuschauer, schlaf schön oder hab noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.